So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon hier in Europa Universalis 4. Ja, mal wieder Krieg, ne? Wird allerhöchste Eisenbahn. 1591, kurz vor 1600. Jetzt machen wir endlich mal Feierabend mit dem Mamelukenreich. Wird auch allerhöchste Eisenbahn, dass wir ein bisschen weiterkommen. Wir gehen sofort in den Krieg. Ich habe jetzt noch ein paar Schiffe von A nach B beordert. Hier sind nämlich noch, wir müssen nämlich nach Zypern rüber, weil da gibt es eine Festung, ein Fort, das müssen wir natürlich separat einnehmen. So, wir schauen mal ganz kurz. Oh Gott. Okay, das ist jetzt erschreckend. Simpel. Keine Freunde? Doch, klar. Da schauen wir mal ganz kurz, wo sind denn da die Verbündeten? Da hinten und hier unten, okay. Da können wir direkt rüber. Zack. Hier geht's nicht hin. Wir laufen mal hier hin. So. Und dann gucken wir uns das mal an, gemütlich. Wie schnell wir da vorwärts kommen. So. Gleich da drauf. Das haben wir schon eingenommen. Wunderbar. Da können wir jetzt direkt... Ach. Fällt mir gerade ein. Oh, halt, stopp, Vorsicht. Können wir da noch schnell zur Hilfe ein? Ist ein bisschen problematisch gerade, dass wir... Okay, wunderbar. Dann die Schiffe alle beide mal zurück. Dann erst Zypern einnehmen, das ist mir primär. Zack. Einheiten aufladen. Hier rüber fahren. Oh, wir können auch hier hinfahren, das reicht auch. Und dann einmal abladen. Weil dann haben wir auch wenigstens mal die Mission fertig, ne, mit Levante. So, Bingay besetzt. Ja, so, da hinten, ja, da hinten haben wir noch zwei Provinzen. Halb so wild. Okay, nur eine Frage der Zeit jetzt. Franz, wer soll sonst im Kaiser benannt werden? Ich habe schon ein bisschen Panik, also muss ich ganz ehrlich sagen, das ist einfach zu krank, wie die drauf sind. Ich habe Angst. Ja, vielleicht Frankreich nochmal, dass sie vielleicht nochmal zurückkommen, aber ich glaube nicht, ne? Dafür sind die jetzt einfach zu schwach, die sind zu abgeschlagen. Ich gucke mir das mal ganz kurz an. Die sind schon gar nicht mehr in den Top 20, also... Pff. Meine Güte. Einziger Vorteil, den man hätte gegen Österreich, die haben jetzt keine Rekrutenreserve. Aber nein, ich beileibe riskiere ich das nicht, ist mir einfach zu heiß. Da haben wir auch noch zu tun, ne, mit den Jungs Ming und Vijayanagara, Bengalen, das sind alles noch Gegner zukünftige. Jaunpur ebenfalls. Da ist Frankreich. Arme Hunde. Ach, meine Handelsschiffe sind fertig. Lass ich aber noch im Hafen drin stehen. Weil sonst würden die mir jetzt von denen wahrscheinlich hier kaputt gemacht werden. Gucke ich mir später an, wie wir da den Handel aufbauen neu. So. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen abwarten, dass wir hier uns durchdrücken. Durch die Belagerungen. Armenien, ne? Da haben wir schon ordentlich Land vergeben, aber trotzdem kommen die nur mit 3000 Mann hier vorwärts. Ist nicht gerade... berauschen. Wie sieht denn das da eigentlich? Ah, zumindest sind die sunnitisch. Das ist zumindest ein Vorteil. Hatten wir da nicht? Doch, wir hatten schon eine Staatsehe. Fehlt uns noch eine? Ja, Galizien ist ja katholisch. Habe ich schon letzte Folge geschaut. Haben wir nur eine einzige Staatsehe, oder? Mini alles täuscht. Jo, nur mit Armenien. Weil mit der Schweiz und mit den Holländern wird das auch nichts. Zumindest haben wir noch halbwegs gescheiten Herrscher, oder? Wir schauen mal kurz rein. Jo. Der Nachfolger, auch nicht schlecht, kann man auch noch stehen lassen. So. Schauen wir doch mal, wie lange wir dafür brauchen. Ein Jahr läuft der Krieg schon. Und natürlich müssen wir wieder ein bisschen aufholen, ne, was die Machtpunkte angeht. Da sind wir ein bisschen abgeschlagen, habe ich gesehen. Da brauchst du wieder ein bisschen Substanz. Dass wir wieder rankommen. So, das haben wir gewonnen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie laufe ich denn jetzt hier am besten. Ich muss mal gerade gucken. Die kommen ja meistens immer relativ zügig hier vorwärts.
Ja, lass mal Armenien ein bisschen spionieren gehen. Das ist gar nicht so verkehrt. Die Jungs mal da runter. Die mal hier hin, so. Irgendwo haben sie ihre Einheiten ja stehen. So viel ist es ja nicht, aber... ein bisschen was ist trotzdem dabei. So, Langzeitinvestition mache ich mal. Sehr schön, das haben wir. Gleich nochmal ein Stückchen weiter. Da unten wurden die zurückgeschlagen. Von wem denn? Hä? Oder führen die gegen mehrere Kriege? Ach, die spielen noch gegen Alodien und Kaffa. Na, Mahlzeit. Könnte man sich auch noch mal so einen Vasal hier ranholen, ne? Im Süden. Mal schauen. Das Einzige, was Frankreich noch schaffen könnte, das sehe ich gerade, über Kolonialisierung. Dass sie da einfach Substanz gewinnen, Finanzen klar machen und dann vielleicht noch mal Gas geben gegen Österreich. Glaube ich aber nicht. Glaube ich nicht. Dafür ist Österreich einfach zu stark mittlerweile. Unbestechlich. Tod den Spionen. Okay. So, das haben wir. Dann würde ich sagen, machen wir hier kurz einen Prozess. Dann drücken wir sie mal hier weg. Jetzt muss ich mal gucken, ist das schon besetzt oder ist das noch frei? Alodien und Co., dass die da vielleicht schon drin sitzen. Könnte ich mir gut... Nee, oh, perfekt. Dann kriegen wir hier noch einen Tower. Das pusht noch ein bisschen unseren Kriegsstand. Können wir ein bisschen mehr nehmen. So. Die bleiben mal da. Die schicke ich mal da runter. Da können wir eigentlich streuen. Legitimität, okay, haben wir 100. Können wir ein bisschen abbauen. Gehen wir gerade mal hier die Punkte durch, ob ich irgendwas verpasse. Eigentlich wollte ich ja die Technik noch ein bisschen pushen. Gerade diplomäßig, da kann ich gerade keine Einflussideen geltend machen. Aber hier beim Militär, wunderbar. Das bringt uns ein bisschen vorwärts. Administrative. 14 geht. Ich brauche aber noch ein paar Punkte jetzt im Korn. Ich lasse das mal. Mal gucken, was wir da auch an Finanzen rausziehen können. Also ich glaube aber nicht arg viel. Na, streuen brauchen wir hier gar nicht. Geht fast von alleine. Und Tower hatten wir hier drüben ja keinen, ne? Wichtig ist halt Zypern und diese Geschichte und dann halt so ein bisschen den Norden werde ich mal nehmen. Den restlichen Bereich lasse ich mal noch weg. Den südlichen meine ich hier. Westlich-südlich von uns gesehen. Südwestlich. So, schön. Dann können wir gleich drauf da auf die Jungs. Es gibt auch noch ein bisschen Kriegsstand. 2 Jahre dauert so ein Krieg gegen die Mamelucken. Aber ganz entspannt, ohne große Probleme sind wir hier durchmarschiert. So. Da kommen wir nicht hin, klar, wegen dem Tower. Wer ist das? Hormus. Ja, den lasse ich mal ein bisschen... lass ich mal ein bisschen laufen. Eigentlich wollte ich ja schon längst Richtung Osten... Oh, was heißt längst? Es ist ja erst 1600, mein Gott, das ist ja noch Zeit ohne Ende. Was ist mit den Jungs da oben? Schiitische Fanatiker, da müssen wir auch mal ran. Weil das hier ist ja auch nicht alles so einfach einzunehmen. Wir gucken mal ganz kurz, wo haben wir denn die Seidenprovinzen? Hier. Die letzte Seidenprovinz, die ist in Japan, ja. Boah, also leck mich am Arsch. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, also ich habe sowieso ein Problem spielerisch mit Asien. Also ich komme bei allen Sachen immer ganz gut voran. Also Nord- und Südamerika einzunehmen, so als Kolonialnation, gar kein Problem. Europa klar zu machen, kein Problem. Afrika ist auch noch machbar, ist auch schon stressig, aber ist auch noch gut machbar. Aber Asien, da habe ich mich bis jetzt immer richtig schwer getan. Also wir gucken mal. Wir werden es ja sehen, was rauskommt. Also die Seidenstraße muss drin sein, aber ich bitte euch. So, jetzt noch hier. Zypern, auf geht's. Und dann dürfen wir uns langsam schon um die Jungs da hinten kümmern. Die Frage ist halt, wie viel... Ich fahre schon mal rüber. Nicht mit den Schiffen. So lang, genau. So.
Obwohl, das ist gar keine schlechte Idee. Das geht wesentlich schneller. Zack. Das ist gar nicht so verkehrt. Kurz warten. Das nehmen wir noch ein. Komm, Zypern. Das kann ruhig ein bisschen zügiger gehen. Zack. Hier drauf und dann hier hin. Das ist wesentlich schneller als laufen. Sollte man eh ein bisschen häufiger nutzen. Okay, Zypern haben wir. Das sind 71%. Wenn wir noch ein bisschen Zeit vergehen lassen. Vielleicht währenddessen noch die Jungs da zerlegen. Dann geht das noch schneller. So. Okay, wo laufen die hin? Nach Melikartis. Gleich drauf da. Und zack. Boah, die haben auch ordentlich Moral, ne? Schaut mal. Ist gar nicht ohne, 5,1. Mein lieber Herr Gesangsverein. So. Hamas? Hummus. Gucken wir doch mal. Ja, die anderen lasse ich jetzt mal weg, ne? Das lohnt sich nicht. Also ganz wichtig hier für die Mission. Dann hätte ich schon ganz gerne hier so ein bisschen den Bereich mal abgedeckt. Da sind wir schon bei 60%. Machen wir das da weg. 79. Boah. Das ist schon zu teuer. Machen wir es so. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Das war schon. Das geht sowieso nicht, weil da noch ein Tower ist. Das war schon. Das ist erschreckend wenig, ne? Dann lasse ich vielleicht das mal weg. Und nehme das. Ja, obwohl hier die Provinzen sind schon wertvoll. Machen wir es so. Was sagt denn der Rest dazu? Ja, finden alle ziemlich kacke. Aber guck mal, Portugal ist tot, Kastilien ist tot. Irak, Wayne, Shirvan, Wayne. Und Aragon alleine macht jetzt auch keine Koalition klar. Nehmen wir das Geld noch mit. Ja. Lohnt sich nicht, noch lange zu warten. So. 20 Jungs dort. Und 20 stelle ich mal hier hin und dann gucke ich mir das mal an. Ah, hier muss ich dringend die Autonomie erhöhen. Muss ich gar nicht. Erschreckend. Ich mache es trotzdem, weil es immer ungünstig ist. Sehr schön. Levante haben wir gekriegt. Dankeschön dafür. Schieben wir das mal darüber. Okay. Dann müssen wir kurz hier runter. Ich will das wieder zurückerobern. Was sagt denn das Korn? Oh, Überdehnung. 80% Überdehnung für so ein bisschen Quatschland, ne? Aber zumindest ist das günstig halt, ne? Die Ideen sind schon wahnsinnig. Das ist echt schon krass hier, ne? Hier haben wir, wie viel haben wir da? 33. Und dann nochmal die 25% hier. Das sind über 50%. Wir zahlen weit weniger als die Hälfte, ne? So. Okay. Schön. Was bleibt hier übrig? Nicht viel, da müssen wir eigentlich die Technik wieder, ne? Gerade Diplom müssen wir Technik durchdrücken und... Ja. Könnte man sich vielleicht überlegen, wenn man da so ein bisschen hinten dran ist, mal eine Runde fokussiert auf Diplo zu gehen. Wenn wir hier schon 11 haben, mache ich mal. Boah, verlieren wir da 3 Punkte? Krass. So. Wenn es schon so günstig ist, ne, zu Korn, dass wir da ein bisschen nochmal vorankommen bei der Geschichte. So. Okay. Jetzt kurz Füße stillhalten, ganz gemütlich. Hier gucken wir doch mal, wo geht's denn weiter? Neapel wäre auch nochmal ein schönes Ziel, ne? Verbündet mit Großbritannien, da könnte man sich 2 Provinzen holen. Aber da sind wir wieder, da fange ich wieder an zu philosophieren und gehe wieder Richtung Westen, ne? Anstatt hier im Osten weiterzumachen, was eigentlich das Ziel ist. Ja, so ist es halt, ne? So. Irak wäre auch noch mal schön, bloß leider
Achso, das ist ein bisschen abgeschlagen da, ne? Komme ich nicht ran so richtig. Was ist denn mit denen eigentlich? Die sind mit Tabaristan verbündet. Ich guck mir das mal eben an. Okay, mache ich mal die Handelsflotten klar, oder? Ich schippe die mal alle darüber. Sehr schön. Ging aber jetzt zügig. Okay. 15 Vieh. Wir haben das jetzt schon gekort? Was, ernsthaft? Krass. Haben die mal 5 Monate für gebraucht. Moment, wir gucken mal. Das ging jetzt echt schnell, ne? Hab ich irgendwas versäumt? Nee. Und zwar genau. Starten. Nee. Macht keinen Sinn. Das ist zu teuer. Hol ich mir hier. Okay. So. Okay, Leute. Ich brauche einen kurzen Break. Brauche was zu trinken wieder. Hab wieder im Kloß im Hals. Aber ein bisschen kurz die Folge. Kein Problem. Dafür gibt's vielleicht heute sogar zwei. Wir schauen mal. Aber ich habe jetzt echt einen riesen Kloß im Hals. Deswegen würde ich sagen, kurzer Krieg gegen Mamelucken und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ciao, ciao.